Jetzt habe ich extreme Zelda-Vibes. Insta-Death. Ah ja. Ah ja. Warum nicht? Einfach mal Insta-Tot. Wir hier. Kacke. Den Speicherpunkt direkt daneben. Da ist noch ein Hebel. Ah ja, und der schießt jetzt was. Okay. Also wie man die Augen unterscheidet zwischen denen, die einen kaputt schießen und die das machen. Oder die schießen alle sowas. Aber nur manche von denen. Also mich muss eine Kugel treffen, um mich sofort zu töten. Sagen wir mal so. Hier sind jetzt Hebel ohne Ende. Und ich seh das Auge nicht. Wie kacke ist das denn? Du siehst das Auge nicht. Jetzt. Ach, das Auge ist dann weg? Okay. Komm schon. Einmal alles mitnehmen, was hier ist. Das hätten wir. Spielstand wurde hier speichert. Das ist gut. Säbel, Pfeile. Hatten wir sonst noch was? Nö. Ich habe keine Heiltränke mehr. Also ist das, glaube ich, eine ganz doofe Idee, einfach so in den Thronsaal zu laufen. Wir müssen herausfinden, wer hinter dieser... Okay, das haben wir schon gemacht. Sagt, dass ihr euch mit dieser neuen Diebesgilde anlegen wollt. Vernachlässigt ja nicht eure Rückendeckung. Besser noch. Reiter meiner Zerschlagung. Das kann weg. Das behalten wir noch. Meine prächtigen Waffen würden jeden Dieb aufhalten. Achso, nee. Dass ihr euch mit dieser neuen Diebesgilde anlegen wollt. Vernachlässigt ja. Komm, Bosskampf.
Gong. Oh. Ich kann den Gong nicht schlagen. Na du hässliches Vieh. Hier ist eine Karte. Hier ist nichts, auch keine Karte. So, so. Ihr seid also der Fremde, von dem Karn gesprochen hat. Ihr humanoiden Wesen seht doch alle gleich aus. Schwach und zerbrechlich. Karn hätte euch töten sollen, als er die Gelegenheit dazu hatte. Es spielt keine Rolle. Solche wie ihn findet man zuhauf. Engstirnig und närrisch und ganz versessen darauf, seinen Platz einzunehmen. Ihr Humanoiden wurdet ja praktisch schon als unsere Sklaven geboren. Und ich werde euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Denkt ihr wirklich, dass eure Anstrengungen hier die Stadt gerettet haben? Dem sein Auge dreht sich so. Unsere Macht erstreckt sich weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Ihr habt keine Chance, uns aufzuhalten. Genug Rede. Zeit zu sterben. Das ist der einzige richtige Satz. Ihr werdet sterben. Und es wird ein langsamer Tod sein. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie der kämpft. Ah ja. Was? Komm aus der Ecke raus. Ist das ein doofer Angriff. Fuck, ich bleibe im Feuer stehen. Komm aus der Ecke da raus. Verfolgung. Dass der überhaupt versucht, einen zu beißen mit seiner doch sehr unvorteilhaften Anatomie dafür. Das ist einfach nur ein Kopf. Keine Krits. Du spielst Zwerg, du bist wie ein Kinderschokobon für den. Aber ich glaube, ich schmeck nicht so gut. Kommst du mal aus der Ecke da raus? Ich wollte gerade sagen, kann ich mal bitte wieder einen Krit machen? Komm aus der Ecke raus. Xandam, du Kaugummi-Mann. Na du Drecksding. Ikitikit. Hauptsache, der kann einfach hier runter marschieren. Der weiß doch sofort in der Sekunde, wo das passiert. Ihr habt wesentlich mehr erreicht, als ich je zu hoffen gewagt hätte. Es ist wahrlich eine glückliche Fügung des Schicksals, dass ihr euch den Harfnern angeschlossen habt. Ihr habt meinen Dank. Und den Dank von ganz Baldurs Tor. Er ist ein guter Dieb. Der kann durch seine geschlossenen Augen schauen. Baldurs Tor? Sonnenuntergangsgebirge und das Kelimbermoor.
Es ist so, wie ich es bereits befürchtet habe. Das Böse, das in Baldurs Tor sein Unwesen getrieben hat, ist nur Teil einer wesentlich größeren Verschwörung. Diese drei Orte stehen irgendwie miteinander in Verbindung. Die Existenz dieses Portals ist besorgniserregend. Der Betrachter und seine Truppen konnten dadurch ungesehen nach Baldurs Tor gelangen. Offenbar steht das Tor mit dem Sonnenuntergangsgebirge in Verbindung. Mhm. Ein Grund zu weiterer Sorge. Wir haben in den letzten Wochen seltsame Gerüchte aus dem Sonnenuntergangsgebirge gehört. Unser Agent, der diese Gerüchte untersuchen sollte, kehrte nicht zurück. Ich fürchte um sein Leben. Ich muss euch darum bitten, durch das Portal zu treten und herauszufinden, was sich im Sonnenuntergangsgebirge zugetragen hat. Vielleicht treiben sich dort Kreaturen herum, von denen wir noch nichts wissen. Wir müssen über ihre Stärke Bescheid wissen, bevor wir einschreiten können. Ihr habt sehr viel erreicht. Wir sind euch äußerst dankbar. Nehmt dieses Gold und diese Gegenstände. Sie können euch bei eurem Auftrag nützlich sein. Setzt sie mit Bedacht ein. Ich muss die Herzöge der Stadt darüber informieren, was ich herausgefunden habe. Bitte ruht euch aus. Bereitet euch gut vor, bevor ihr durch das Portal tretet. Was euch auf der anderen Seite erwartet, kann niemand wissen. Jetzt reden wir einfach mal still. Vielen Dank für die 24 Bits, Natsu. 241 hast du jetzt schon gespendet. Gehaltet ein magisches Langschwert, einen magischen Kurzbogen und eine Menge Stuff. Wie geht's dir, Natsu? Hast du ein schönes Wochenende? Ansonsten ist hier nix. Ein magisches Langschwert. Langschwert des Aufflammens. Edler Kurzbogen. Morgenstern. Also ich würde hier einfach da mal durchgehen. Weil wenn ich jetzt hier Geld ausgebe und dann auf der anderen Seite was Besseres kaufen kann, bringt das halt gar nichts. Gut und ja. Freut mich, freut mich. Keine Aufträge mehr. Ich habe noch Rückruftränke. Das heißt, wir können einfach mal zurückgehen. Oder auch nicht. Dann, ach, gehen wir durch. Komm schon. Was soll schon Schlimmes passieren? Warum schwingt meine Bitrate so? Das ist keine Ahnung, was bei Twitch kaputt ist aktuell. Was ist denn das? Eine Hyäne mit einem Schild? Ein Schildkrötenpanzer, wie süß. Schildkrötenpanzer ist wirklich süß. Ey. Natsu, kennst du Baldur's Gate? Hast du das früher gespielt? Weil ich aus der Reihe tatsächlich, also was heißt aus der Reihe, ob das wirklich tatsächlich direkt zugehört, weiß ich nicht. Ich kenne nur selber Champions of Norrath von früher. Und habe halt heute gesehen, dass das jetzt einen PC-Port hier hat. Und dann dachte ich mir, probieren wir es mal aus. Was ist denn das hier für ein Flashmob? Nee, okay. Das ist ein, ja, Action-RPG aus der Dungeons & Dragons Welt. Und, bedient sich da auch so der grundlegenden Grundstruktur, ich glaube von Dungeons & Dragons 3 oder so. Wenigstens wirkt mein Schwert, was ich teuer gekauft habe, bei den Gegnern besser als bei den anderen. Was bist du? Es ist Chewbacca. Das sieht wirklich aus wie Chewbacca. Es ist Chewbacca. Wann ist das Spiel erschienen? Das ist eine gute Frage.
Ich weiß nicht, ob Akutenshi das mal kurz googeln kann. Also das hier, der PC-Port, der ist am 17. Dezember, also jetzt vor 3 Tagen erschienen. Das Original, weiß ich nicht. Ein kurzer, heftiger Angriff. Dieser hat erhöht die Geschwindigkeit, das können wir auch mal machen. Aber wie mache ich denn Ansturm? Große Freunde. So. Oh, Lovett, lange ist her. Ja, lange ist her. Moin, Leketsu. 2004 war Dark Alliance 2001. Danke, Akutenshi. Also, lang ist her. Damals in the good old times. Moin, moin. Und ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende. Also ich habe doch jetzt den... Moment. Wir haben doch jetzt... Ansturm. Aber wie... Rüste ich ihn aus? Kann man den ausrüsten? Weil irgendwie... Ah, da! Absolut ja, danke, hoffe ebenso. Ja, mein Wochenende war auch geil. Kann mich nicht beschweren. Von Freitag auf Samstag gab es den 12-Stunden-Stream. Dadurch war ich Samstag so den halben Tag eher schwierig nutzbar. Und bin dann Samstagabend noch mit Freunden weg gewesen. Und hab mir ein bisschen mehr Glühwein gegönnt. Weil kann man jemals genug Glühwein trinken? Okay, so erstmal alles platt machen. Ah, okay. Und das kostet dann nach oben Mana. Gut, dann weiß ich es auch. Und heute war ich erst brunchen. Dann bin ich zur Mutter von meiner Freundin gefahren und quasi zu Hause nur schnell was gegessen und den Stream angemacht. Also ich würde sagen, busy Wochenende. Und ich habe noch gesehen, dass meine Chefs nicht wissen, wie mein Name geschrieben wird. Weil auf der Dankeskarte, der Weihnachtsdankeskarte, steht mein Name handschriftlich falsch drauf. Sehr volles Wochenende, ja. Oh je. Die machen viel Schaden. Noch 3 Tränke habe ich und das ist alles schwache. Kacke. Okay.
Der Angriff Ansturm macht kaum Schaden. Okay, wir gehen mal weiter. Okay, da kommen Hyänen. Und da kommen eine ganze Menge davon. Oh je. Ja, ich bin tot. So ein Unsinn. Ist eher Mobility Skill. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Der Vorteil ist, wir sind jetzt wieder hier. Ich kann nochmal neu leveln und lasse den einfach weg. So. Ja, also, naja, ich muss da dann auch mal mit den entsprechenden Personen in der Firma mal sprechen. Das ist dann schon traurig. Wobei, es gibt noch einen anderen in der Firma, oder es gibt zwei andere, die den gleichen Namen haben. Also ich heiße halt Thorsten mit H, aber ich habe auch Kollegen, die kein H drin haben. Und mich würde es nicht wundern, wenn einer von denen meine Karte bekommen hat. Einfach eine, wo dann H draufsteht. Es wäre lustig, tatsächlich. Dass ich die Schildkrötenpanzer als Schild nicht mitnehmen kann. Ich sind die ja gut. Hab gerade auf die Uhr gesehen. Gute Nacht. Alles klar dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und eine gute Nacht. Einen schönen Wochenstart. Nein, nein, nein. Lass das. Wenn die mal aufhören, mich zu treten. Ich will doch keinen Fußball. So. Heiltränke sind immer gut. Nur Vorname in der Dankeskarte und vertauscht. Ja, nur Vorname in der Dankeskarte. Aber es war ja auf dem Briefumschlag trotzdem meine Adresse drauf. Ne? Also. Keine Ahnung. Gut, Stufe aufgestiegen. Das machen wir jetzt kurz. So, wir machen einmal Trefferpunkte höher, also Trefferpunkte schneller regenerieren und die Chance eines Crits erhöhen. Kosten 3. Mit diesem mehr Schaden. Ja. More Crit. So, wir kiten die mal ein bisschen hier hinten hin. Was verlieren die denn hier? Also hier gibt es auf jeden Fall andere Sachen, weil wir hatten ja eben etwas Juwelenbesetztes. Haben wir natürlich verloren, weil wir gestorben sind. Aber... Komm mal mit, mein Freund. So. Dann der kommt noch weg. Komm, 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 komm.
Es... Ich weiß nicht, diese PlayStation 2 RPGs von früher, die haben so ihren ganz eigenen Charme. Ja komm, lass den Stein doch bei dir. Und da vermisse ich tatsächlich diese Art von Spiel. Die gibt es so kaum noch. Und teste mal die Heckreihe. Die von dem Anime. Bei dem Anime habe ich mich nie reinfuchsen können, tatsächlich. Da gibt es ja auch irgendwie 300.000 verschiedene Ableger von. Also ich muss ja mal sagen, Akutenshin, irgendwann muss ich das hier mal Vollzeit machen. Nicht weil es mich gut bezahlt, sondern damit ich alle Spiele spielen kann, die du vorschlägst. Das werden immer mehr. Das schaffe ich gar nicht in Teilzeit-Streaming. Das geht gar nicht. Papa hat schon vieles angespielt. Ja, das unterschreibe ich dir. Ich weiß nicht, wobei wir ihn gestört haben, aber er wollte sich gerade hinhocken. Ich glaube nur beim Sitzen, aber wer weiß es denn? Ach, Pfeile. Komm mal hier hoch. Ja, komm mit mir. Zeig dir was. Da hinten ist die Leiche deines Freundes. Moin, Onkel Bobby White. Champions of Norad habe ich noch hier. Ich leider nicht mehr. Ich hatte das mal. Ich habe keine Ahnung, wo es hin ist. Das macht mich, das nervt mich tatsächlich. Ich hatte das mal. Es ist weg. Das ist so ein geiles Spiel. Und warum das zum Dreiteufelsnamen kein PC-Port kriegt, das kann dir kein Mensch erklären. Das würde ich sofort spielen. Ja, das Schöne war auf der PS2 noch der Koop-Modus. Der gerade wieder angetriggert. Ja, ich habe mich hier jetzt tatsächlich bewusst dagegen entschlossen. Weil ich es ja nur mit einem spielen könnte. Und wenn er dann mittendrin rausgeht, ist auch wieder doof. Aber wenn wir noch ein anderes Spiel in der Art und Weise spielen, müsste man tatsächlich mal überlegen, ob man das macht. Ich habe jetzt nichts bekommen, ne? Vorhin habe ich so einen juwelenbesetzten Helm bekommen. Juwelenbesetzten gepolsterten Helm, meine ich, war's. Diejenige würde aber einen Charakter aus deinem Safe übernehmen. Der Multiplayer-Farm-Trick ist der Hammer gewesen. Bei Champions of Norad. Den weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr. Es ist schon ewig her, dass ich das gespielt habe. Und tatsächlich müsste ich mal gucken. Nicht, dass ich das Spiel doch noch irgendwo rumstehen habe. Den kenne ich gar nicht mehr. Was war das denn nochmal genau? Ich werde auf jeden Fall, bevor ich hier nachher alles ausmache, gucke ich mal, ob ich das Spiel noch habe, ob das hinter mir steht. Also hinter dem Greenscreen habe ich so ein paar alte Spiele stehen. Oder ob es im Wohnzimmer ist. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es doch noch. Was ist denn das hier für ein Flashmob? Feiert ihr eine Orgie oder was macht ihr da oben? Die sind zum Glück wenigstens einfach zu töten. Kommt her, meine Freunde. Nein, 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 nein. Wir lassen uns bitte nicht umzingeln. Wow, 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 wow. Der tut weh.
Und weg. Da waren Stiefel drin, ne? Wow, Lederstiefel. Charakter erstellen, zwei Spieler auf schwer starten und dann auf dem schweren Level farmen. Somit war man schneller gelevelt. Doch, doch, ich erinnere mich, glaube ich, dran. Habe ich aber damals nicht gemacht. Ich weiß, ich habe das Spiel mehrfach mit Freunden angefangen. Aber immer in so einer, ich übernachte bei dir und wir haben eigentlich die ganze Nacht durchgezockt. Tag. Oder eher Tag, Schrägstrich, Abend, Nacht. Durch. So habe ich mal, das Spiel immer gespielt mit Freunden. Damals, als man noch jung war und selbst ein 12-Stunden-Dauerstream von Game einen irgendwie nicht fertig gemacht hat. So ein geiles Spiel. Hatte man schneller das Epic Equipment. Und das Spiel schneller durch. Aber man will das doch nicht schneller durchspielen. Das ist doch so schön. Ich bin immer viel zu schnell im Klicken und lese gar nicht, was ich da aufsammle. Das ist eine sehr schlechte Angewohnheit, muss ich sagen. Das ist so die Path of Exile-Angewohnheit. Erstmal alles aufsammeln und dann in Ruhe gucken. Wo bleibt denn die Herausforderung? Edelste Botex und feinstes Unkraut am Wegesrand. Ja. Und das ist auch alles mit Liebe platziert. Nicht wie heute, wo man vieles automatisieren kann. Dass das automatisch durch ein Programm ein bisschen zufällig verteilt wird. Hier hat noch einer händisch manuell den Kack dahin geplatzt. Wieso kam bei mir gerade Werbung aufgeploppt und mutet den Stream? Das ist so ein neuer Twitch-Kack. Twitch hat jetzt mir irgendwann mal gesagt, da wird jetzt in so einem Zeitplan, den ich einstellen musste, Werbung geschaltet. Und ich habe das extra auf das Minimum runtergeschraubt. Du solltest jetzt eigentlich erstmal Ruhe haben. Hoffentlich. Ich hoffe, das kommt nicht nochmal wieder in der nächsten Zeit. Aber Twitch muss sich immer wieder neue Dinge ausdenken, damit sie mehr Geld kriegen. Weil, ganz ehrlich, über Werbeeinnahmen kriegt der Streamer nichts. Abo hilft aber, dann hat man auch nicht dauerhaft. Das ist richtig. Waren zum Glück nur zwei kurze Clips. Ja, ich habe das runtergestellt. Also, die Dauer ist kurz und wann das kommt, ist reduziert. Auf ein Minimum. Also, keine Ahnung. Ich habe auch gar nicht mehr reingeguckt. Müsste ich eigentlich mal machen. Moment. Ich kann ja mal gucken. Genau. Also, ich packe das jetzt einfach mal auf September bis heute. Also, vom 1. September bis heute habe ich über Werbung sage und schreibe 3 Dollar. Das ist... du wirst so reich durch Werbung. Das ist unfassbar. Und wenn man sich dann überlegt, wie viel so ein Werbebetreiber zahlt, um bei Twitch geschaltet zu werden, da werde ich reich. Was bist du denn? Oh. Also was auch immer du bist, ich sollte mich nicht von einem Stein treffen lassen. Dieser hässliche gelbe Troll hält viel aus. Der erinnert mich ein bisschen an den Typen von Sin City. Der ja auch so gelb ist.
Naja, die Masse macht's dann natürlich. Das kann sein, aber wer hat denn so viele Viewer? Da reden wir ja von Funk Royal oder von Gronkmanier. Also da musst du ja schon 800.000, 900.000 Zuschauer haben, dass sich das irgendwie lohnt. Abgenutzter Waffenrock. Das ist ein Glühwein ohne Schuss und Tasse. $3. Achso, ohne Schuss und Tasse. Das ist ja. Nee, aber back to topic. Also wir haben bei Champions of Norath uns schnell gelevelt, die Story gerockt und dann von vorne angefangen und uns ein Wunschbild zusammengestellt. Kann man natürlich machen. Vor allen Dingen, wenn man das einmal durchgespielt hat. Also du hast wahrscheinlich beim allerersten Mal das nicht gekannt und hast einfach normal gespielt. Trolle regenerieren auch Leben. Ach, das ist ein Troll. Okay. Ich hätte mal gerne wieder einen Speicherpunkt. Da ist einer. Wie bestellt. Aber wir waren jetzt schon echt lange unterwegs hier. Hui. Hep. Kommt hier eigentlich gleich irgendwann mal ein Händler oder so? Eine Stadt? Perfekt. Komm schon. Do it. Immer diese Gerüsteten hier. Da haben die schon den Quantitätsvorteil. Dass sie mit mehreren angreifen und trotzdem ziehen die noch Rüstung an. Erstmal natürlich normal gepackt im Koop und danach einzeln. Weil wir gemerkt haben, dass die Story nur bei einem gespeichert wird. Und dadurch kamen wir zurück zu dem Trick. Das war das einzige Diablo-like Game, das ich gern und durchgespielt habe. Ja gut, das kann ich nicht sagen. Weil ich habe ein Diablo-like Game 1700 Stunden gespielt und das ist Path of Exile. Also kann ich das nicht sagen. Dafür habe ich Diablo noch nie wirklich gespielt. Okay, der hat nichts. Aber Champions of Norath ist auf jeden Fall ein gutes Game. Du bist vielleicht ein hässlicher Zeitgeselle. Das muss ich ja schon mal zugeben. Komm mal her. So. Da trifft er mich mit dieser komischen Nubbel. Ach, das macht mir Schaden. Wenigstens hat das funktioniert. Kam ich auch nicht rein in PoE. Ich glaube, erst PoE und dann Diablo 2 anpacken wäre auch eher Skillfrust. Ging bei mir auch nicht anders. Maximal 2 Stunden und dann war es bei mir vorbei. Dachte ich auch, ey, Champions of Norath mochtest du. Dann mal PoE einmal angemacht. Aber ein paar Minuten abgestellt, nie wieder reingepackt. Ich bin auch der festen Meinung, ich habe es ja echt viel gespielt und das über viele Jahre. Path of Exile ist ein absolut einsteigerunfreundliches Spiel. 100%ig. Aber wenn man auf viele Items steht, viele Möglichkeiten etwas zu spielen und vor allen Dingen sich doch teilweise sehr unterschiedlich spielende Seasons, dann ist Path of Exile einfach der König. Ohne jetzt alle gespielt zu haben. Jedes Spiel hat da so sein Gimmick, sein Feature. Und bei Path of Exile ist es halt einfach diese unheimliche Skillvielfalt.
Und vor allen Dingen dieser Skillbaum, der ist ja lächerlich. Aber der macht es halt auch Leuten unheimlich schwer, in das Spiel reinzufinden. Oh Mann. Oh, Crit. Ein 50er Crit. Das liest sich toll. Diablo 2 Remaster muss ich auch mal wieder anpacken. Ja, Summon Necro wurde wohl gebufft. Necro und Summon und sowas sind ja sowieso, das liebe ich. Ich habe mich am Anfang auch eher zufällig für einen Zwergen entschieden. Ich habe erst gedacht, komm, Magier. Aber irgendwie dachte ich mir, so Nahkampf ist spannender. Aber ich kenne das Spiel, also das ist das erste Mal, dass ich Baldur's Gate Dark Alliance, überhaupt Baldur's Gate spiele. Deswegen wusste ich auch nicht, worauf ich mich einlasse. Zack. Was haben wir? Regenerationstränke. Das ist keine Falle. Ring der Geschicklichkeit. Davon hatte ich schon mal einen. Brauche ich nicht. Kacke. Ach, schon wieder einer von den gelben Nakidai-Eierschen. Kann er sich nicht wenigstens eine Hose anziehen? Ich hab halt, was es bei mir war, aber irgendwie guckte mich das Spiel nicht während Champions of Norad anmachen und zack, sind Stunden verschwunden. Sogar heute noch. Dann ist es besser, dass es kein Mage ist. Weiß noch, dass das teilweise allein mit dem Mage frustrierend war. Das habe ich mir auch gedacht. Ah Gott. Das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Weil Mage ist meistens ein bisschen squishy. Die machen zwar Schaden, aber sind halt absolut nicht irgendwie dazu in der Lage zu überleben. Nee, es gab quasi Aragog. Aragon. Also menschlicher Bogenschütze. Zwerg. Und weibliche Magierin. Na du, Nakidai Arsch. Wofür hast du eigentlich so eine Keule in der Hand, mein Freund? Kannst du mir das mal erklären? Du nutzt die gar nicht. Aber der hat wohlgeformte und gut rasierte Arschbacken. Das muss man ihm zugeben, das muss man ihm lassen. Also, wenn er keine Körperpflege betreibt, dann zumindest an den Pobacken. Elf gleich Bogennutzer. Nee, es ist ja kein Elf, es ist ja ein Mensch. Also zumindest sieht es aus wie ein Mensch. Und da stand, glaube ich, Mensch. Komm her, mein Freund. Wenn so ein One-Crit kommt und er direkt stirbt, das ist so geil. Das. Okay, Pfeile. Nee, das müsste eine Elbenfrau sein, also der Magic-Nutzer. Das kann durchaus sein. Aber der Bogenschütze halt nicht. Sorry, ich muss mich korrigieren. Ich habe Champions Return to Arms. Ich glaube, das ist der Nachfolger von Norad. Ja, da gab es einen Nachfolger. Das stimmt. Okay, der ist was anderes. Der hat eine Hose an. Machen wir halt die Dark Souls-Variante. So lange um die Füße tanzen, bis er stirbt. Oh, ein Schild. Nicht, dass ich jetzt aktuell ein Schild benutze, aber bringt ihm mal Geld.
Aber Champions of Noah hast du trotzdem gespielt, oder? Ist das hier der Weg zu einer Stadt irgendwie? Weil ich muss doch irgendwann noch mal gleich was verkaufen. Ah. Ich muss einfach nur sagen, dann passiert's anscheinend. Lager der Bergleute betreten. Aber gut taten sicher nicht viel außer anderen Story. Mensch, Arkan Bogenschütze. Adriana, Elfenzauberin. Krumlech. Krumlech, Zwergenkämpfer. Ja. Drehste Uhren, Draw Ranger, Bonuscharakter, die gibt es. Gibt noch einen Bonuscharakter? Nee, ich muss mal als ROM laden. Ah, okay, das hast du nicht gespielt. Interessant. Hi. Och, ein Zwerg. Das ist ein Zwerg. Zwerg, 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 Zwerg. Hallo, Zwergenfreund. Das ist wohl nicht der geeignete Ort. Geschäftsinhaber Branko. 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 Wie kann man euch behilflich sein? Guckt euch diese almighty Biceps an. Eieieiei. Der hat Oberarme. Da wird jeder neidisch. Da wird jeder neidisch. Wobei, der kann sich wahrscheinlich nicht mehr am Kopf kratzen. Der kommt da nicht dran. Wenn ihr eine Waffe sucht, seid ihr hier genau richtig, mein Bruder. Lederstiefel. Ich kenn's leider nur aus Videos und Reviews. Aber es ist eine Empfehlung. Champions of Norad, also wenn du es irgendwie in die Finger kriegst, sehr geiles Spiel. Den kannst du kriegen, wenn du das Spiel durch hast. Oder du kannst jemand anfangen, auf die gute alte Controller-Art cheaten. Ja, Champions of Norad, das hat vielleicht ein, zwei Sachen nicht, die du aus dem zweiten Teil kennst, aber im Grunde groben und Ganzen ist es das gleiche Spiel. Okay, das ist einfach nur das Ladensymbol. Hier ist einfach nur ein Haus. Wie? Bruder, kann es sein? Ihr seid zurück? Ich fürchte, ihr kommt in unserer dunkelsten Stunde. Zurück? War ich schon mal hier? Was? Torger. Ich kann das R nicht so richtig rollen, das hilft nicht. Ich erinnere mich an euch. Schon lange her. Was hat sich hier zugetragen? Wo sind die anderen Mitglieder vom Clan Bryngor? Dieses Lager ist alles, was von unserem Clan noch übrig ist. Konami Code. Ein Trupp Dunkelelfen ist in die Minen eingedrungen und hat uns zurückgetrieben. Meine Vettern fielen ihren vergifteten Klingen in Scharen zum Opfer. Sie wussten, wo und wann sie zuschlagen mussten. Wir waren dazu gezwungen, alle Tunnel, die nach draußen führen, bis auf einen zum Einsturz zu bringen und hier zur Oberfläche zurückzufallen. Jetzt sind nur noch wenige von uns übrig. Verschwindet am besten so rasch wie möglich von hier, Bruder. Die Minen sind geschlossen. Ihr könnt hier nichts mehr erreichen. Ich werde meine Brüder nicht den Dunkelelfen überlassen, Torgir. Lasst mich in die Minen und ich werde die Dunkelelfen eigenhändig vertreiben. Das ist unser zweites Problem. Unser Anführer Kolgrim hat den Schlüssel mitgenommen, als er und drei seiner Männer zum Brennen der Schlüssel ist weg. Aufgeklettert sind. Der Gipfel, den ihr dort in einiger Entfernung seht. Deswegen ist mir gerade nicht eingefallen. Wie findet ihr die Witcher-Serie? Die Spiele, die Bücher oder das auf Netflix? Das ist eine gute, berechtigte Frage. Sie wollen das Signalfeuer entzünden und so unsere Brüder in Ostheim alarmieren. Jetzt sind sie schon seit anderthalb Tagen weg. Und das Signalfeuer brennt noch immer nicht. Ich fürchte, sie sind unterwegs in einen Hinterhalt geraten. Ohne das Signalfeuer wird uns keine Hilfe aus den nahegelegenen Ansiedlungen erreichen. Ohne den Schlüssel können wir die Minen nicht betreten, um sie von den Drow zurückzuerobern. War das nicht irgendwie der Konami-Code rauf, runter, rauf, runter, links, rechts, A, B, B, A oder irgendwie sowas? Ähm.
schon Netflix, dann hätte ich Spiele oder Bücher geschrieben. Ich kann dir das aber so beantworten, für alles zusammen. Spiele habe ich 1 bis 3 gespielt und fand sie alle geil. Natürlich ist 1 und 2 des Alters wegen ein bisschen anders, logischerweise. Die Serie finde ich mega. Ich finde alleine die Tatsache, dass Henry, dass der Cavill, also der Darsteller vom Witcher, der ist so tief in der Materie drin, dass er den Charakter so absolut perfekt verkörpern kann. Es ist einfach mal erfrischend, das zu sehen, dass ein Schauspieler nicht nur eine Rolle spielt, weil er das Skript gelesen hat, sondern der spielt die Rolle, weil er die Bücher kennt, bis ins Kleinste. Das ist halt mega. Und die Bücher, da habe ich nicht alle gelesen, aber ein paar. Kann man die Tore zur Mine mit Gewalt aufbrechen? Wahrscheinlich nicht. Der Eingang zu den Minen wurde mittels unseres Schlüssels von Dumatoin versiegelt. Sag ich doch. Es handelt sich dabei keineswegs um einen gewöhnlichen Schlüssel. Wenn man mit ihm das Tor berührt, verwandeln sich die Fugen und Scharniere in massiven Fels. Im Moment könnte man das Tor nicht einmal mit einer Ramme aufbekommen. Einerseits können wir die Minen nicht betreten, aber andererseits sind die Drow auch in den Minen gefangen. Zumindest im Moment noch. Okay, die Drow sind auch drin. Dann werde ich aufbrechen und Colgrim und seine Männer suchen. Vielleicht kann ich ihn davon überzeugen, dass er mich den Schlüssel zu den Minen benutzen lässt. Ich wünsche euch viel Glück. Die Unterarme von denen. Alter, die Unterarme sind so dick wie der Oberarm. Das. Andere nennen es Oberschenkel. Er nennt es Unterarm. Also bis auf Henry als Geralt mag ich die Serie nicht so gerne, leider. Naja gut, die Frage ist, was hast du erwartet? Also was war deine Erwartungshaltung an die Serie? Weil ich habe bei den meisten Verfilmungen oder Verserierungen oder wie auch man das nennen möchte, wo Bücher zu etwas gemacht werden, gehe ich von vornherein davon aus, dass sie dem Buch natürlich nicht mal ansatzweise gerecht werden können. Aber zumindest ein eigenes Feel entwickeln können. Und das hat die Witcher-Serie für mich schon geschafft. Auch die Spiele aber leider nie Zeit gefunden für. Aber die Serie ist mein Game of Thrones. Ja, wobei Game of Thrones vor Staffel 7, also bis Staffel 6 war ja noch okay. Danach, danach gab's ja nicht mehr. Die haben ja einfach aufgehört nach Staffel 6, ne? Als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, haben die nach 6 einfach aufgehört. Okay, da geht's jetzt weiter. Geht's da oben hin? Nirgendwo. Optisch ist da was. Da kommt auch noch was. Hier ist die Mine, die zu ist. Und da geht's auch weiter. In diesem Sinne, wir schauen mal, was der Typ verkauft. Willkommen. Wenn ihr eine Waffe sucht, seid ihr hier genau richtig, mein Gott. Edles Langschwert. Edle Streitaxt. Also erstmal gucken wir gerade, wir haben ja 10 bis 31 mit Eis. Zwei Hände der Schnelligkeit. Streitaxt des Eisinfernos. Hellebarde der Verteidigung. Fand Game of Thrones schlimmer als Dragon Ball Z in seiner ersten Ausstrahlung für RTL 2. Das ist ein Statement. Langschwert des Flammeninfernos. Also aktuell bin ich mit dem allgemeinen Schaden ja zufrieden. Ich bewege mich ja irgendwie hier, ohne jetzt so viel Geld ausgeben zu müssen. Wie kann man euch behilflich sein, mein Bruder? Halt, stopp! Das ist immer das Problem mit Buchverfilmungen. Habe halt das Feeling nicht bekommen, wie bei den Büchern oder Spielen. Aber hey, das ist nur mein Feeling. Aber ist ja berechtigt. Ich verstehe das tatsächlich.
So ging es mir bei den Harry Potter Filmen. Hat auch lange gedauert, bis ich mir die Filme antun konnte. Apropos RTL 2. Ach so. Ja, Harry Potter und der Hobbit. Der Hobbit ist ja lächerlich. Tatsächlich. Was die beim Hobbit gemacht haben, ist für mich bis heute unverständlich. Das ist ein Waffenrock plus 3. Der ist sogar relativ günstig. Was ist denn das Beste, was du verkaufst, mein Herr? 12.000 für einen Schuppenpanzer. So eine Menge prächtigen Stahl wie bei mir seht ihr so bald nicht wieder. Wieso 15? Ach, weil der 40 wiegt. Hämmer sind mehr als genug Waffen für jeden da. Also Schaden ist aktuell ja in Ordnung. Da wäre es ja tatsächlich, glaube ich, gar nicht so verkehrt, vielleicht einen geilen Schuppenpanzer zu kaufen. Weil da könnten wir definitiv mal aufstocken. Im Rüstungsfeld. Oh yes. Jetzt sind wir der Ritter Minimi. So sieht das aus. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Schwert hin? Aber hier hat er das Schwert ja nicht in der Hand. Ich habe gerade kurz Angst bekommen. Harry Potter in Holländisch. Oh, das ist fies. Habe meine Jugendzeit die Harry Potter Bücher Band 1 bis Dauerschleife durchgelesen, zwecks Einschlafen. Und der Hobbit war für mich nicht als Buchkenner besser als Herr der Ringe. Ewig schon die Dämmerung. Ohne Karte kann man diesen unübersichtlichen Wald nicht betreten. Okay. Kann ich die Karte bei dem kaufen? Wie kann man euch behilflich sein? Willkommen. Nee. Wenn ihr Waffe sucht. Also Harry Potter ist ja so genau in der Zeit rausgekommen, als ich klein war. Infolgedessen, ich bin ein bisschen ein Potterhead. Da scheue ich mich nicht gegen, es zu sagen. Ich habe hier auch die Karte des Rumtreibers im Wohnzimmer hängen. Und von den ganzen Hauptfiguren die Zauberstäbe bei mir im Wohnzimmer liegen. Deswegen